Wir haben einen ganz tollen Gast, eine ganz tolle Frau bei uns, ist Christina Vogel, zigfach ausgezeichnet, 2 Goldmedaillen bei Olympia, 1 Bronzemedaille, 11 Weltmeistertitel im Bahnradfahren. Und wir sind ganz, ganz glücklich, dass wir heute sie hier haben, zusammen mit ihrem Biest. Wer das ist, müsst ihr jetzt bei der Speech erfahren. Hier ist Christina Vogel. Hallo. Hallo und danke, dass ihr den Applaus so lange gehalten habt, bis ich hier hochgekämpft habe. Da. Danke an der Stelle. Ich weiß, der Tag war lang, seid alle müde, jetzt dürft ihr mit mir nochmal Vorlieb nehmen, aber so ist es halt nun mal. Ich versuche das ganz schön zu gestalten und am Anfang möchte ich immer mal ganz genau sein. Denn ich bin 2-fache Olympiasiegerin und Bronzemedaille habe ich auch noch gewonnen bei Olympia und ganz genau 17-fache Weltmeisterin. 6 in der Juniorenklasse und 11 in der Elite. Dazu kommen noch, und ab jetzt wird es immer sehr, sehr schwierig, 23-fache Weltcup-Siegerin, 19-fache deutsche Meisterin, 6-fache Juniorendeutsche Meisterin und noch ein paar hier und da ein paar andere kleine Titel. Also danke. Wovon ich aber heute prima berichten möchte, sind die 2 schweren Schicksalsschläge, die ich erlebt habe, durchlebt habe und wie ich es geschafft habe, heute hier zu stehen als Autorin, Weltmeisterin und ich sage immer Human Being, davon möchte ich euch berichten. Aber zuerst einmal die Frage, wie wird man überhaupt Bahnradsportlerin? In Berlin, vielleicht kennt man es viel drum, aber ich weiß nicht, wie weit man Bahnradsport kennt. Also die Frage ist, wie wird man Bahnradsportlerin und Weltklasseathletin? Bei mir war das so, ich habe einfach eine Münze geworfen. Ja, wirklich, ich habe einfach eine Münze geworfen. Ich war in meinem Kinderzimmer gestanden, war zeitgleich Tänzerin im Schülerfreizeitverein und auch Radsportlerin. Und es ist so, dass im Alter von 10, 14 Jahren man natürlich viele Sachen macht, weil es die Freunde irgendwie auch machen, man es natürlich auch Spaß macht, aber ich hatte zeitgleich begonnen, tanzen zu machen. Und wenn man sich auf ein Event vorbereitet, wo man mal tanzen muss, ist natürlich klar, dass man bei Gruppentänzen cool ist, wenn die ganze Gruppe zusammen ist. Man sich aber auch auf Radsport-Events vorbereitet, cool wäre, wenn man mal Radsporttraining macht. Also hatten sich dann immer Trainingszeiten überschnitten. Meine Trainer waren total sauer und ich musste mich entscheiden und konnte es nicht. Also dachte ich mir, okay, beides macht gleich viel Bock, lass uns mal eine Münze werfen. Kopf Radsport, Zahl Tanzen. Am Ende war es dann klar, was ich geworden bin, Radsportlerin. Aber für mich ist es so, dass ich viele Dinge in meinem Leben mache und es immer Menschen mitgebe, weil ich die aus purer Emotion mache, weil es Dinge sind, die mich bewegen, mich ausfüllen und ich glaube nur, wenn wir so etwas im Leben haben, wir dann 100% geben können. Und wenn ich bei witzigen Geschichten bin, dann möchte ich Ihnen auch dieses Plakat erklären. Als ich in der 4. Klasse der Sommerdarer Lindenschule war, hang dieses Plakat von mir an meiner Grundschule und ich dachte mir, klar, die nach Hause radeln, finde ich ganz witzig, mache ich. Und so bin ich überhaupt zum Radsport gekommen. Ist eigentlich witzig, dass so ein kleines Plakat, was ganz random an der Grundschule hängt, so ein Leben verändern kann, oder? Die Christina, die dann überlegt hatte, Radsport, Tanzen, wie mache ich das überhaupt, hatte dann sich voll in das Abenteuer Radsport gestürzt. Und es ist so, dass im Jugendalter man viele, viele Wettkämpfe fährt und die zusammenziehen in eine Art Jahresgesamtwertung. Und für diese Jahresgesamtwertung war es dann irgendwann nochmal erforderlich, dass ich eine Bahnlandesmeisterschaft mache. Ich hatte noch überhaupt keine Ahnung, was es überhaupt heißt. Man musste mir jede Disziplin erklären, was da wichtig ist und wie vielleicht so es Taktiken gibt, die man da so machen muss und dachte, gut, ich mache das. Und für mich irgendwie witzigerweise wurde ich am Ende des Tages Landesmeisterin in allen Disziplinen, sogar auch in Ausdauerdisziplinen und ich bin normalerweise eigentlich die totale Sprinterin. Mein erster Trainer dachte sich dann, okay, irgendwie scheint da was da zu sein. Komm, wir schicken die mal zu einem Bundessichtungsrennen nach Stuttgart.
Und für mich war Sömmer da, was in der Nähe von Erfurt liegt, nach Stuttgart eine Weltreise. Also ich bin jetzt ganz frisch Frankfurt am Main nach Australien geflogen und das war für mich ungefähr genauso weit. Und ich weiß auch noch wie heute, dass ich auf diese Radlmannland gekommen bin, zu einem Bundessichtungsrennen, was natürlich enorm klingt irgendwie. Und trat rein und war total ehrfürchtig, weil viele große Veranstaltungen in Stuttgart schon stattgefunden haben. So diese goldenen Radsportzeiten, wenn man sich auskennt von Michael Hübner, Jens Fiedler, viele Weltmeistertitel, die da gesammelt worden sind auch und auf einmal ich irgendwie. Und das war die erste Radrennbahn aus Holz, die ich gesehen habe. Ich bin normalerweise nur aus Radrennbahnen, die aus Beton bestehen, gefahren, komme da rein, Beton ist nicht da, Holzradrennbahn, total krasse Dachkonstruktion, so Licht, die irgendwie reinkommt und war so erstmal wow. Und dann dachte ich, okay, ich muss hier Wettkampf fahren und drehte sich dann zu meinem Trainer um und fragte, du Coach, sag mal, fahre ich hier eigentlich links rum, wie zu Hause oder rechts rum? Ich sage mal, es ist die Stelle, an der ich weiß, ob ich hier ein paar Radsport-Nerds im Saal habe oder nicht. Denn es gab ein bisschen Kicher, aber stellen Sie sich mal vor, Sie haben ein niegelnagelneues Auto und wollen mal beim Kollegen so richtig angeben. Klar, Probefahrt macht man dann, ne? Und setzt sich als Beifahrer rein, der Kollege, die Kollegin kommt und fragt, du sag mal, Gaspedal hier links oder rechts? Ist nicht so vertrauensvoll, oder? Am Ende des Tages dieses Bundessichtungsrennen, ich sage Ihnen, immer linksrum, überall auf der Welt, immer linksrum, gewann ich das 500 Meter Zeitfahren und wurde Fünfte im Sprint und somit in den Bundesnationalkader berufen. Für jemanden, der einen Münzbruch braucht, um überhaupt zu entscheiden, was er macht, nicht so schlecht, oder? Ich glaube aber, dass wir uns ganz oft viel zu sehr Gedanken drüber machen, ob wir für irgendwas genug qualifiziert sind, ob wir für irgendwas alles mitbringen. Und ich glaube vor allem auch, dass es ein Punkt ist, den ich uns Frauen vielleicht noch mehr ankreiden muss als Männer in dieser großen, weiten Wirtschaftswelt, dass wir immer nur glauben, dass wir, nur wenn wir zu 100% qualifiziert sind, das uns auch trauen dürfen. Ich bin aber der Meinung, manchmal muss man schwimmen lernen, während man schwimmt. Oder gar keine Ahnung haben, was man dieser Radrennmann da eigentlich irgendwie macht und am Ende des Tages Nationalkader werden. Klingt manchmal ganz leicht, ich weiß, es ist nicht, aber nehmen Sie es vielleicht auch mit. Die Christina, die dann 2005 ihre erste große Weltreise gemacht hat, von Sömmerda nach Stuttgart, ist dann drei Jahre später war ich dann schon sechsfache Juniorweltmeisterin und zweifache Junior-Europameisterin. Nicht so schlecht, wie ich finde. Wenn man dann in der Eliteklasse ist, also Senior und endlich hochkommt, ist natürlich klar, dass der kleine Rebell in mir irgendwie auch so weitermachen möchte. Also klar, bei den Erwachsenen möchte ich mal richtig aufräumen irgendwie. Nur leider kommt es manchmal anders und für mich kommt Schicksalsschlag 1.0, mein erster Unfall. Es war ein wunderbarer Sommertag, Frühlingstag. Ich hatte noch Pläne für abends. Es gab eine Veranstaltung auf der Radrennbahn. Ich verabschiedete mich von meinen Mitkollegen und ging noch aus dem Sattel, schüttelte meine Beine noch mal aus und dann wurde es schwarz. Zwei Tage später war ich aus einem künstlichen Koma auf und öffnete meine Augen und sah, dass mein Partner in meinem Krankenhausbett liegt. Und man erklärt ihm, was passiert ist. Ich fuhr bergab, ein Auto nahm die Vorfahrt. Ich flog durch die letzte Seitenscheibe eines Kleinbusses. Ich brach mir dabei 5 von 7 Handwurzelknochen, die Sternklavikula, was dieses kleine Gelenk hier am Schlüsselbein ist. Ich hatte eine Lungenquetschung, Hirnblutung, habe meinen Kiefer 2-mal gebrochen, verlor 5 Zähne, und habe seitdem meine dritten. Und ich brach meine 5. Brustwirbelsäule. Damals noch sehr, sehr geschwollen, war ja die Narben, die ich um sich trage, natürlich durch das Glas. Wenn man einem Beifahrer quasi Hallo sagen möchte, wenn man durch die Scheibe guckt, ist natürlich klar, dass das Gesicht sehr geschwollen war, Narben hatte und ich konnte nur schwierig sprechen. Also bat ich im ersten Moment nach einem Blatt Papier und nach einem Stift, weil ich unbedingt fragenlos werden wollte.
Frage Nummer eins, die ich hatte, in welchem Krankenhaus liege ich eigentlich? Warum auch immer, warum ist total wichtig, denn ich hatte im Jahr vorher schon mal eine Art Schulteroperation und die lief da super, also dachte ich, okay, das lief damals gut, muss es jetzt auch. Frage Nummer zwei, die ich hatte, wann bekomme ich ein neues Fahrrad? Ich lag also 2 Tage im künstlichen Koma, brach mir nahezu alle Knochen in meinem Körper und wollte sofort ein neues Fahrrad haben. An der Stelle sage ich eigentlich, das ist doch total bescheuert, oder? Aber ich dachte mir, nur weil irgendjemand dachte, mir die Vorfahrt zu nehmen, nur weil irgendjemand dachte, ich schaffe das schon, so schnell kann man gar nicht sein auf dem Fahrrad, warum soll derjenige über meine Träume und über meine Ziele entscheiden? Kann er nicht, sollte er nicht. Am 20. Mai 2009 mein erster Unfall. 8 Monate später nahm ich an der Bahnrad-Weltmeisterschaft in Kopenhagen teil und die Platzierung, die ich dort erreichte, war die beste Platzierung einer deutschen Athletin seit über 20 Jahren. Geht nicht, gibt's nicht. Wenn man dann endlich da angekommen ist, dann weitermachen möchte in der Elite, dann kommt natürlich irgendwann auch der Traum von den Olympischen Spielen. Und für mich kommt die kleine Faszination Olympia 2012. Denn es war so, dass meine Partner und ich vorher nahezu aus Versehen Weltmeisterin geworden sind, denn wir waren eigentlich vorher immer das Team, was zwar mal einen Weltcup gewonnen hatte, aber immer wenn große Teams da waren, Favoriten da waren, immer das letzte Stückchen nicht gereicht hatte. Bis zur WM vorher, wo wir nahezu aus Versehen Weltrekord fahren und auch Weltmeisterin werden, was natürlich für uns super cool war, denn das Problem, was aber daraus entsteht, ist, dass du, wenn du Weltmeisterin wirst, kurz vor Olympischen Spielen, jeder denkt, Weltmeister, cool, Olympiasieg, naja, ganz locker auch. Wir dachten es aber, wir sind super jung und das erste Mal, dass die Disziplin überhaupt olympisch ist. Ich war damals gerade 21 Jahre alt und es gibt so eine ungeschriebene Regel, dass man, wenn man zu Olympia fährt, nicht sofort Olympiasieger wird. Nee, wird man nicht. Man fährt hin, guckt, was da passiert und ist ja drauf bei nächsten Spielen dann vielleicht. Und so kam der 2. August 2012. Wir fuhren den Vorlauf und qualifizierten uns eigentlich für das Bronzefinale. Auf einmal wurde aber Großbritannien, und es waren die Favoriten schlechthin, disqualifizierend. Und wir rutschten von Bronze hoch ins Goldfinale. Und dann dachten wir uns, hey, das heißt ja eigentlich, Silber haben wir sicher. Komm, wir gehen mal ein bisschen höheres Risiko und gucken, was passiert. Das heißt für uns, dass wir einen größeren Gang drauf gebaut haben und Fahrräder, das ist witzig, Fahrräder im Bahnradsport kosten weit über 30.000 Euro pro Fahrrad, haben aber weder Gangschaltung noch Bremse noch einen Leerlauf, also da ist nichts dran, sind aber super teuer. Deswegen ist auch Bahnradsport so ein bisschen wie die Formel 1, Heißt aber, wir müssen quasi vorher gucken, was denn unsere Widerstand ist. Wir dachten, komm, sind wir noch nie gefahren, mega großer Gang, wir probieren es einfach. Also gaben wir da wirklich unser Herz auf die Bahn. Das, was man sofort macht, ist, dass wenn man übers Ziel fährt, diesen Foto-Finish macht, diesen Tigersprung, kennt man vielleicht auch so Tour de France, wo die sich so ganz, ganz lang machen, die Athleten, dass man dann den Macht guckt, auf die Zeittafel hochblickt und sieht, okay, ganz knapp Silber, passt schon. Das erste Mal Olympia, wird man nicht Olympiasieger. Dann ist es so, dass bei Olympischen Spielen man noch 200 Puls hat, enorm unter Druck steht irgendwie auch, gar nicht hat zum Atmen, was mache ich eigentlich irgendwie, aber trotzdem schon der Presserede in Antwort stehen muss. Also setzt man so grafix den Helm ab, greift sich in Trinkflasche, trinkt einen Schluck und muss dann sofort Fragen beantworten von wegen, ja, woran lag es denn? Und an dem Moment denke ich immer ganz gerne an dieses Interview von Per Mertesacker, der nach der Fußball-WM in Brasilien auch dieses Interview gab, wo er sagte, Leute, wisst ihr was, ich lege mir erstmal 3 Tage in die Eistonne, dann reden wir weiter. Wir dachten aber, komm, super jung, ganz professionell, Rede und Antwort und waren dann mittlerweile an Counter Nummer 3 angelangt, als dann Counter Nummer 1 uns einfach nur für die Schulter tippte und uns ein Tablet zeigte, wir drauf guckten und uns total wunderten und sahen, hey, wir sind Olympiasieger, China wurde distanziert.
Jetzt sagen einige von Ihnen oder damals auch einige von wegen, ja, jetzt sind wir nur Olympiasieger geworden, weil da zwei von uns distanziert worden sind. Ich sage aber, so ist es nicht. Denn wir haben an dem Tag geschafft, unsere Gegnerin so unter Druck zu setzen, dass die patzten. So unter Druck zu setzen, dass die einen irregulären Wechselfehler gemacht haben, also rechtswidrig schneller gefahren sind, als sie eigentlich durften. Und wir diejenigen waren, die nicht patzten. Man kennt vielleicht auch den Ausspruch, dass man Weltmeister leichter wird, als einen Weltmeistertitel zu verteidigen. Und nach 18 Jahren Leistungssport sage ich Ihnen, ist es wirklich so. Denn Tag für Tag dem Druck standzuhalten, zu zeigen, dass man nicht ohne Grund die Weltbeste ist oder gerade Weltmeister geworden ist, ist manchmal eine größere Herausforderung, als so als Underdog das erste Mal ganz oben zu stehen. Tja, von da an, sage ich Ihnen, bin ich ja nicht aufzuhalten gewesen. Vielleicht sogar so schnell, dass ich doch gerade meinen Sattel verloren habe. Und vielleicht kennen einige von Ihnen die Geschichte, wie ich in 2016 in Rio de Janeiro Olympiasieger geworden bin, denn ich hatte damals im Fotofinish doch glatt meinen Sattel verloren. Also es geht ja gerade um olympisches Gold im Sprint und beim Fotofinish dachte ich mir, komm Christina, es kann nicht spannend genug sein, verliere einen Sattel mal. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, Fahrradfahren mit Sattel macht mehr Spaß. In der Tat ist es gar nicht so ungefährlich, denn wir Bahnradsportler, wir schaffen Geschwindigkeiten von über 70 km/h, Männer tatsächlich über 80 km/h. Das sind Wattwerte von ungefähr 1700, Männer über 2500 Watt, Trittfrequenz von über 145 Tritte pro Minute und man erinnert sich, ein Bahnrad hat keinen Leerlauf. Das heißt, man muss irgendwie weitertreten und sich irgendwie auf dem Fahrrad halten. Aber Sie merken vielleicht, es scheint bei mir immer bilderbuchreif zu sein. Ich brauche irgendwie das gewisse Extra. Ist aber jetzt ganz schön für mich, denn ich habe jetzt zwei Goldmedaillen und in 16 habe ich auch eine Bronzemedaille gewonnen, in meiner Vitrine zu Hause stehen und daneben hat eben noch meinen Sattel. Wenn man dann Olympiasiegerin 2012 wird und Olympiasiegerin 2016, ist doch eigentlich ganz klar, was für mich die Idee, der Plan für die Olympischen Spiele 2020 ist, oder? Nur leider kam es wieder anders und für mich Schicksalsschlag 2.0. Es kommt für mich der 26. Juni 2018. Es war ein wunderbarer Sommertag. Ein Kollege von mir hatte noch Geburtstag. Wir absolvierten ein Training, eine Art Teamsprint-Training, das heißt, die vor mir fahrende beschleunigt, ich bin im Windschatten, dann schert sie aus, ist fertig und ich bringe dann ja, die Zeit quasi ins Ziel. Und so war es auch. Letzte Wiederholung am Tag. Die vor mir fahrende fuhr, ich gab nochmal alles und auf einmal, dann wurde es schwarz. Ich weiß, dass ich einen kurzen Moment später wach wurde, liegend auf der Radbahn und dachte, okay Christina, Das hier ist wirklich ernst. Und solange du noch irgendwie bei dir bist, konzentrier dich und atme, atme, atme. Anhand, wie dann im nächsten Moment mein Unfallhelfer angerannt kam, wusste ich, es ist ja wirklich ernst, dann stehe ich dir quasi nur meine Theorie. Und im nächsten Moment dachte ich dann nur, ach, irgendwie, ich muss mich irgendwie befreien. Ich fühle mich, als wenn ich irgendwie so ein Panzer werde, irgendwie so zu eng wird. Und das, was wir Radsportler dann zuerst machen, ist intuitiv den Helm absetzen und die Schuhe ausziehen. Denn es ist so, dass aufgrund diesen 1700 Watt natürlich geguckt werden muss, dass die Schuhe sehr, sehr angefertigt sind, alles passt, dass ja alles wirklich auch in die Geschwindigkeit geht und umgewandelt wird. Also musste ich dann erstmal erklären, wie denn meine Art Schuh zu öffnen ist. Und war noch voll dabei und erklärte hier, an der Radsche müsst ihr ziehen und dann raus und dann kann ich rausschlüpfen und merkte auf einmal, dass ich noch gar nicht fertig war mit Erklären, meine Schuhe aber schon weg von mir gingen. Das heißt, jemand war an meinen Füßen, zog mir meine Schuhe aus und trug diese von mir weg und ich merkte gar nicht mal, dass jemand das überhaupt tat. Mein Freund, der Geburtstag hatte, hielt meinen Nacken etwas hoch, weil ich abschließend auf der Ratemann lag und sagte ihm, du Max, das mit Laufen, das ist nicht mehr. Und er dann nur, nee, Christina, warte mal, was Neurologisches, die Ärzte kommen gleich und ist der Schock, wir gucken, was passiert, sei nicht so und wir gucken, es wird alles wieder. Und ich sagte nochmal, Max,
das mit Laufen, das ist nichts mehr. Man hat dann Mühe und Not, mich von der Radlmann nach Cottbus ins Unfallkrankenhaus nach Berlin zu fliegen, denn es stand nicht gut um mich. Eigentlich stand es 50-50, ob ich es überlebe oder nicht. Ich war wie ein kleiner gebrochener Vogel, hatte viele Verletzungen, hatte wieder Probleme mit der Lunge und dachte, okay, irgendwie wird es anders. 2 Tage später wurde ich dann wieder liegend im Krankenhaus wach. Erneut mein Partner an meinem Krankenhausbett und der Chefarzt der Rückenmarkstation. Man erklärte mir, dass ich durch den Aufprall, das heißt, jemand stand auf der Radrennbahn, was er nicht gedurft, ich konnte nicht sehen und flog mit über 60 km/h Frontalen rein. Durch den Aufprall bin ich vom 5. Brustwirbel an querschnittsgelähmt. Sie kennen sich bestimmt aus, aber es ist ungefähr dort, wo bei Frauen der BH-Bügel ist. Das heißt, ich bin von der Brust an querschnittsgelähmt. Ich muss damit rechnen, dass ich jetzt ungefähr 6 bis 12 Monate im Krankenhaus sein muss. So ist die Zeit für die Erstintensivreha, damit ich rechnen muss. Aber meine Lähmungshöhe ist eine so gut, dass wenn ich hart arbeite, irgendwann werde ich selbstständig leben können. Ich hielt kurz inne und natürlich rollte auch ein Tränen über meine Wange. Und dann sagte ich, macht euch keine Sorgen, ich schaffe das schon. In 6 Monaten bin ich hier raus. Nun war die kleine rebellische Christina mit einer sehr, sehr großen Klappe. Muss natürlich sagen, dass die erste Zeit alles andere als leicht war. Ich hatte multiple Verletzungen. Am Ende waren es 3 sehr große Operationen, die ich ja durchleben musste. Ich hatte unter anderem noch eine Lungenentzündung aufgrund der Operation. Und jetzt seit Corona wissen wir, wie gefährlich Lungenentzündungen im Krankenhaus sein können. Und dann immer die Frage, wo zog ich meine Kraft her? Und ganz ehrlich, ich hatte keine Lust, dass mir schlecht geht. Wer hat denn schon Bock drauf, oder? Also stellte ich für mich fest, dass manchmal ein Unfall wie eine Art Job ist, der einfach gemacht werden muss. Denn ich habe Lust auf Lachen, ich habe Lust auf Leben und ich habe Lust rauszugehen. Warum zum Teufel soll ich jetzt hier im Krankenhaus bleiben und irgendwie, ja, traurig sein, wenn da draußen noch so viel ist? Natürlich machte ich auch die Momente durch, wo ich dachte, Lieblingsrestaurant geht nicht, Stufen da vorne weg. Autofahren, pf, wie soll das funktionieren? Reisen, soll es klappen? Überhaupt Flugzeug, da gibt es keine barrierefreie Toilette, wie soll das funktionieren? Und dann gab es einen Moment, da hatte ich mal so gegoogelt nach so Rollstuhlfahrer, RollstuhlfahrerInnen, wie es irgendwie funktionieren kann und fand da einen Amerikaner, der heißt Aaron Reels. Ich habe ihn leider nicht getroffen, vielleicht klappt das irgendwann mal. Der hat einen Weltrekord und zwar im Rollstuhl sitzend fuhr der eine 8 Meter große Halfpipe runter und dann machte er ein Looping in der Luft und flog über 3 Monster Trucks drüber und nochmal im Rollstuhl. Und da dachte ich mir, ja, so schwer kann das Leben gar nicht sein, oder? Natürlich, in der Tat, klingt das sehr witzig, aber für mich war das Leben danach erstmal schon schwierig, denn ich war ein kleiner, gebrochener Vogel und ich musste erstmal Dinge lernen, die so einfach klingen, wie einfach die Hände hier oben halten. Ich hatte nicht mal Kraft, die Hände oben zu halten. Ich hatte ein paar Wochen vorher Kniebeuge mit 170 Kilogramm gemacht, ja, Tiefkniebeuge, und habe damit so einige Mann im Kraftraum in Schatten gestellt. Und jetzt hatte ich nicht mal mehr die Kraft, um einfach nur meine Hände nach vorne zu halten. Wie sollte ich da jemals mal selbst leben können, wenn ich das nicht mehr kann? Im Krankenhaus war ich immer die Frau 14. Denn mit meinem Unfall gab es eine Nachrichtensperre. Das heißt, niemand so richtig wusste, was mit mir ist. Klar wusste man, dass ich verunglückt bin, dass ich sehr stark verletzt bin. Aber was genau passiert ist, das wusste man nicht. Und mir gab es aber die Zeit zu schauen, zu gucken und zu heilen und vor allem auch zu realisieren, wer bin ich im Rollstuhl?
Und man merkt natürlich auch ganz gleich, dass ich vielleicht nicht die Standardpatientin bin. Natürlich, als Leistungssportler hat man so einen gewissen anderen Drive vielleicht und möchte irgendwie ganz, ganz schnell Erfolge ziehen und merke natürlich auch, dass nicht jeder Tag gut funktionieren kann. Und für mich waren aber dann so viele große Etappenziele einfach so wichtig, nach denen ich mich gezerrt habe, dass mich endlich mal jemand fordert. Und eines war zum Beispiel, dass mir gesagt hat, Christina, nächste Woche beginnen wir mit Anziehtraining. Das heißt, so in Sachen festzustellen, wie kann ich mich im Rollstuhl überhaupt anziehen? Probieren Sie mal, sich die Hosen sitzen anzuziehen. Ist nicht so leicht. Und für mich war klar, nächste Woche passt das. Vorher aber nochmal kurz Röntgentest. Und dann stellte man fest, Riss im Schlüsselbein. Immer noch kein Anziehtraining. Und für mich brach wie eine Art Welt zusammen. Wie soll ich denn, wenn ich nicht mal schaffe, mich alleine anzuziehen, im Rollstuhl sitzend, jemals mal nach draußen? Weil wenn ich zur Veranstaltung gehe, ich kann mich ja schlecht irgendwo hinlegen und meine Hose an- und ausziehen. Ich stelle dann aber fest, dass ich ja auch nicht sofort Olympiasiegerin geworden bin, sondern ich bin ja erst Landesmeisterin geworden, bis ich mal in den Bundesnationalkader gerufen worden bin. Ich bin ja erst mal Europameisterin geworden, Weltmeisterin, bis ich nach dieser ganz, ganz großen Medaille greifen konnte. Und ich glaube, dass wir in unserem Alltag, in unserer Hektik, dass wir, wenn wir überlegen, was macht uns glücklich, vielleicht immer nur an diese ganz, ganz großen Momente denken, an die ganz, ganz großen Ziele, vergessen dabei, dass es viel, viel kleine Schritte sind, bis wir nach dem ganz, ganz Großen greifen können. Also ging es für mich nicht drum her, jetzt Olympiasiegerin zu werden, sondern festzustellen, wie kann ich meine Gesundheit fördern? Wie kann ich nach und nach schaffen, irgendwann mal dieses Anziehtraining zu machen? In dem Abend so stelle ich immer auch fest, dass ich das schaffe, irgendwie Menschen ein Stück weit zu berühren und auf meine Reise mitzunehmen. Und meine Mitpatienten waren aufgrund irgendwie schon motivierter. Klar wussten die, wer ich bin. Die haben mir aber die Zeit gegeben, bis ich sage, okay, ich bin Christina und ich Frau 14. Aber die waren motivierter, weil sie dachten, oh, die Frau 14, die kann das schon. Klar hatte ich mehr Muskulatur mitgebracht als manch anderer, aber ich haderte nicht. Ich dachte immer an meine Minischritte, die ich brauche, bis ich nach den ganz, ganz Großen greifen kann. Und so versuche ich, die Bühnen der Welt hier zu betreten, ihnen meine Geschichte zu erzählen. Versuche mich zu engagieren. Ich sitze im Erfurter Stadtrat, engagiere mich da. Ich habe meinen Traum von Olympia doch erfüllt, denn ich bin 2020 zu den Olympischen Spielen nach Tokio geflogen und habe dort kommentiert. Also wann immer Bahnradsport im ZDF läuft, können Sie meine wunderschöne Stimme hören. Und eine meiner besten Freundinnen hat mir dort Art Geschenk gemacht, denn es gab eine Goldmedaille für Deutschland und sie war dort in dem Vierer drin. Das heißt, ich konnte kommentieren, wenn meine beste Freundin, die mir unheimlich viel geholfen hat im Krankenhaus, das erste Mal Olympiagold gewinnt. Und glauben Sie mir, Freudentränen weinen und nebenbei einigermaßen gerade Sätze rausbringen, ist schon sehr schwierig. Ganz am Ende heißt es aber, dass glücklich sein manchmal oder oft eine Entscheidung ist. Dass ich natürlich sagen kann, das Leben war sehr, sehr hart zu mir. Und natürlich, und das wissen Sie aus eigener Erfahrung, da draußen ist es nicht barrierefrei. Da draußen ist es weder inklusiv, weder divers. Und es braucht all die Arbeit von Menschen hier in dem Raum und noch viele, viele mehr. Also es ist da draußen, wenn ich sagen darf, scheiße nochmal viel Arbeit. Aber ich kann entscheiden, ob ich es machen möchte oder nicht. Ich kann entscheiden, ich will die Welt besser machen. Ich kann entscheiden, dass den Lernprozess, den ich gehabt habe, vielleicht viele nicht mehr haben und abkürzen kann. Also ich kann mich entscheiden, aufzustehen, zu lachen und jeden Tag irgendwie coole Sachen zu machen und die Welt jeden Tag so besser zu machen. Ja, es ist manchmal hart. Und ja, manchmal stehe ich auch davor und denke mir, ich könnte gegen irgendwas fahren und irgendwie will ich was kaputt machen, weil es sauer ist. Aber dann denke ich mir wieder, es liegt an mir und nicht am anderen. Also wenn Sie mal wieder irgendeinen Moment haben oder draußen irgendwas zu groß erscheint, die Welt zu böse erscheint oder vielleicht Sie auch mal mit irgendwas hadern, dann klar sieht man hier meinen Schicksalsschlag ganz groß. Und da kommt die Stelle, warum das The Beast ist. Denn in meiner Laufbahn war das so, dass jedes meiner Fahrräder einen Namen hatte. Ich begann mit Prinzessin Lilifee. Ich war sehr jung.
bis zu Black Panther, die Igel. Und wir zwei hier, wir sind The Beast. Also The Beast und ich entscheiden uns, was wir machen wollen. Und wenn sie irgendwann wieder mit sich hadern, dann sagen sie sich ganz einfach, es ist, was du draus machst. Dankeschön. Danke. Reicht es, Feierabend. Danke. Dankeschön. Noch lange nicht Feierabend, Christina. Wenn ja, gleich, du es erlaubst, dann würden wir super gerne vielleicht auch die ein oder andere Frage einsammeln von dir. Lina ist, glaube ich, wieder an Bord und würde das Mikrofon... Nein? Doch? Oliver. Ah, doch. Oliver ist an Bord. Gibt es eine Frage an Christina? Hier vorne. Danke. Vielen Dank für diese Einblicke und diese sehr emotionale Reise. Ich finde es ja immer ganz erstaunlich, wenn jemand wie du an der Stelle so erzählen kann, dass man selber emotional angefasst ist. Und ich hatte erwartet, dass ich emotional angefasst bin, wenn du über den Unfall sprichst. Ich habe gerade eine Träne verdrückt, als du erzählt hast, wie deine Freundin Gold gewonnen hast und du da auch eine Träne verdrückt hast. Das ist einfach nur zum Teilen. Ich wollte was anderes fragen. Und zwar, du sagst ja jetzt zum Schluss, es ist das, was du draus machst. Es ist so dieses sich selber auch manchmal so ein bisschen an den Haaren selber hochziehen sozusagen. Und ich finde es sehr erstaunlich, dass gerade Leistungssportlerinnen, die haben ja die Herausforderung, dass sie so auf einen Moment alles geben müssen. Du hast es auch beschrieben, Olympiasieg, ne? So, jetzt geht es um alles und jetzt musst du alles geben. Und danach, bumm, ist eigentlich erstmal so ein Loch und plötzlich steht so ein Reporter vor dir und stellt wieder eine blöde Frage. Also das ist so dieser typische Zyklus und der ist sehr außergewöhnlich eben insbesondere bei Leistungssportlern, auch bei manchen Musikern, die dann so auf den Moment auf die Bühne auftreten, 2 Stunden Konzert und dann pff, ne? Jetzt ist es ja aber so, dass auch gerade wir alle, die hier sind, so häufig ein beständiges, sehr hohes Level an Engagement fahren müssen und das, was man draus macht, hat eben was damit zu tun, wie schafft man es so permanent viel Leistung abzurufen oder sich auch viel zu motivieren. Ist diese Veränderung, die durch deinen Unfall hervorgerufen ist, auch in dieser Mindset für dich eine starke Veränderung gewesen? Und wie gehst du damit heute um, dass du diesen Moment, den du früher hattest, so jetzt auf den Punkt alles raushauen, wahrscheinlich in der Art und Weise, weiß ich aber nicht genau, nicht mehr so stark hast? Natürlich, klar, fehlen jetzt in meinem Leben die wunderbaren Siegerehrungen. Es gibt immer eine Stelle, wo dann es nachnimmt und dann kommt immer Gänsehaut, da muss ich immer weinen, immer. Auch wenn ich bei Freunden zuhöre. Also klar, die Momente fehlen. Das Problem ist aber, dass wir so eine Momente im Alltag schon haben, die aber, weil der Alltag so schnell ist, das Gefühl haben, immer weiter rennen zu müssen, die ein Stück weit ignorieren und vielleicht auch überspielen. Was ich damit meine, ist, dass der Alltag hier heutzutage so hektisch ist. Ne? Also manchmal überschlagen sich Nachrichten hoch und runter und man hat immer das Gefühl, wenn ich jetzt eine Nachricht nicht lese, dann habe ich irgendwie den ganzen Tag in die Welt verpasst. Was das Problem dabei ist, dass wir uns die Zeit nehmen zu reflektieren und Zeit nehmen, mal innezuhalten. Und natürlich, mir geht es hier und da auch mal so. Ist, glaube ich, diese Woche hatte ich, glaube ich, 4 Keynote-Speeches oder sowas zum Beispiel. Und nach jeder denke ich mir eigentlich war die ganz geil, eigentlich war cool und ich habe gerade wieder viele Menschen erreicht oder nach dem Gespräch tolle Geschichten einfach auch gehört. Aber klar, bei der 4. dann habe ich das Gefühl, ich muss rennen und muss super performen und nimmt die Zeit sich aber nicht. Aber die sollte man ganz dringend. Und ich glaube, bei Ihnen halt eben auch so, dass es natürlich immer Benchmarks gibt, die man hat und man nicht immer gleich performen kann, auch wenn man das möchte. Und von daher ist immer, was ich irgendwie gelernt habe im Leistungssport, dass man jeden Tag nicht einen Erfolg sehen kann, wenn man dran bleibt, der auch schon kommt. Und sich aber auch die Feiern der Goldmedaille auch nehmen sollte. Das heißt quasi, große Benchmarks darf man feiern im Leben, auch kleine. Also bitte,
nehmen sich die Zeit für Ziele, die man sich gesteckt hat, auch mal innezuhalten und sie alleine zu feiern, mit dem Team zu feiern, mit der Familie zu feiern, aber man muss sich die Zeit nehmen und dann hat man diese Olympiasieger-Siegerehrung hat man dann schon. Genau. Dankeschön. Vielleicht noch eine letzte Frage. Ich muss darauf achten, dass wir pünktlich Schluss machen. Es wird schon dunkel, irgendwie November. Ne? Aber eine wollen wir noch zulassen. Oh, jetzt traut sich keiner wieder. Ja. Ist das süß. Den Brad, wir passen ja quasi eine letzte. Die muss jetzt gut sein. Es traut sich jemand. Gut. Ja. Chance genutzt, sehr gut. Dankeschön. Ich habe keine Frage, aber dann wollte ich nochmal Danke sagen, dass du das so authentisch erzählst und ehrlich und das mit uns teilst. Danke. Die Höhen und die Tiefen, das ist sehr schön. Danke. Dankeschön. Ja, vielen Dank für das Feedback.